Hey Leute, Oliver Schirmer hier. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video und heute geht es darum, wie ja, du dir ein passives Einkommen aufbauen kannst und genauer gesagt um vier Schritte, ja, die du oder vier Dinge, die du beachten solltest, ja, wenn du ja, dir ein passives Einkommen aufbauen willst. Du kannst ja auf mehreren Arten oder auf mehreren Wegen passives Einkommen aufbauen. Ja, du kannst in Immobilien investieren, du kannst ja Geld anlegen, dann von den Zinserträgen bzw. von den Mieteinnahmen dann leben. Ja, du kannst ein eigenes Unternehmen aufbauen, dass du so weit automatisierst, ja, dass du, selbst wenn du mehrere Monate nicht arbeitest, ja, trotzdem dein Unternehmen weiterläuft und natürlich auch immer weiter wächst. Ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit, ja, im Network Marketing zu starten, weil du hast es sicherlich schon gemerkt, ja, die ersten beiden Wege, ja, die, da benötigt man in der Regel Kapital dazu, ja, um gewisse Dinge ja, voranzutreiben oder um die Immobilien zu kaufen oder um Geld zu investieren, musst du zunächst halt auch erstmal Geld haben. Und ja, und Network Marketing ist quasi ein geeigneter Weg, ja, von null an was aufzubauen. Und ja, und jetzt soll es einfach mal darum gehen, was du ja beachten musst, wenn du ja dir ja ein passives Einkommen aufbauen willst. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du brauchst, wenn du ja dich auf den Weg machst, ist, du brauchst einen unerschütterlichen Glauben. Du brauchst einen Glauben daran, dass du es, ja, dass du es überhaupt schaffen kannst, dass es möglich ist. Und vielleicht hast du auch schon mal, wie ich auch, ja, Misserfolge gehabt, ja, und bist vielleicht auch nicht so gut drauf oder was auch immer, und dir fällt es schwer daran zu glauben, dann ist es erstmal wichtig, ja, dass du wieder ja in die Spur kommst und dass du ja den Glauben daran entwickelst, ja, dass es überhaupt möglich ist, dass du es schaffen kannst, ja, im Network Marketing Fuß zu fassen, dass du es schaffen kannst, ja, deinen Traum quasi zu verwirklichen, deinen Traum vom passiven Einkommen zu verwirklichen. Und im zweiten Schritt, ja, ist dann, ja, die Bereitschaft zu investieren, ja, also du musst bereit sein zu investieren, ja, das muss nicht Geld sein, das kann sein, dass du bereit bist, Zeit zu investieren, dass du bereit bist, ja, in dein Wissen zu investieren, dass du, ja, vielleicht investierst in neue Kurse, in Bücher, vielleicht gibt es ein Buch, das du noch lesen musst, ja, um den nächsten Schritt zu gehen, dass du, ja, bereit bist, Zeit zu investieren in dich und in deine persönliche Entwicklung, ja, dass du, ja, bereit bist, ja, zu lernen, zu wachsen. Und dann brauchst du halt auch noch, und das ist ein weiterer Punkt, ja, ein ganz, ganz starkes Motiv, ein starkes Warum, ja, warum du dich überhaupt auf den Weg machst, warum du dein passives Einkommen aufbauen willst. Und da will ich nichts vormachen, es gibt so viele äußere Einflussfaktoren, deswegen ist dieses starke Warum so wichtig, gerade weil es diese äußeren Einflussfaktoren gibt. Da gibt es Freunde, da gibt es Familie, da gibt es ja finanzielle Schwierigkeiten, es gibt so viele Dinge, die passieren können. Und wenn dein Warum nicht stark genug ist, wenn du nur so ein kleines Warum hast, anstatt so ein großes, ja, dann kann es passieren, ja, dass du dich von deinem Ziel abbringen lässt, dass du ja wieder zurückgehst in alte Muster, dass du ja nicht mehr bereit bist, den Weg weiterzugehen, oder irgendetwas passiert, was dich eben halt von deinem Ziel abbringt. Und das passiert ja nicht, wenn du weißt, ja, was dein Warum ist, wenn du einen starken Grund hast, der dich antreibt. Und deswegen mein Tipp, arbeite an deinem Warum. Wenn du jetzt noch nicht weißt, wenn du vielleicht nur ein paar hundert Euro dazu verdienen willst, ist vielleicht ganz wichtig zu klären, warum diese paar hundert Euro so entscheidend sind, ja. Oder wenn du dir ein massives, passives Einkommen aufbauen willst, warum willst du dir dieses Einkommen aufbauen, ja? Also beschäftige dich mit dem Thema, ja? Setz dich damit auseinander. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wie oft kommen Menschen auf mich zu, denen passt nicht, was ich mache, oder du hast vielleicht ein Produkt, was anderen nicht gefällt, ja, du stößt auf Kritik. Dann ist es wichtig, dass du durch dein Warum diese Unerschütterlichkeit besitzt und sagen kannst innerlich, nee, ihr könnt denken, was ihr wollt, dass ich glaube an mich, ich glaube an mein Produkt, ich glaube an mein Unternehmen, ich gebe weiter Gas, ich gehe weiter meinen Weg, weil da will ich hin, da oben, da ist das Ziel und da wird mich nichts abbringen, dass ich dieses Ziel ja auch erreiche. Und dann ist, wo ich sagen muss, das fehlt mir manchmal auch, ja, ich möchte am liebsten morgen die ganze Welt erobern und das geht halt meistens nicht, ja, sondern man braucht Geduld. Ja, und das ist immer so ein Punkt, wo man einfach auch lernen muss, geduldig zu sein, beharrlich einfach an seinem Traum weiterzuarbeiten, was da auch kommen mag und wie lange es auch kommen mag, weil
Aufgeben ist ja keine Option. Ja? Wenn du ein starkes Warum hast, wenn du ein Ziel hast, das du wirklich erreichen willst, dann ist es wichtig, dass man einfach auch die Geduld mitbringt, ja, die es bedarf. Ja, vielleicht muss man einen anderen Weg gehen, der Weg dauert dann etwas länger oder ja, wie auch immer, wichtig ist, dass du geduldig ja, bleibst und an deinem Traum einfach arbeitest. Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden und so ist es eigentlich mit allen großen Dingen. Nichts kommt von heute auf morgen, sondern bedarf auch einer gewissen Kontinuität, eines gewissen Durchhaltevermögens. Und deswegen sei einfach geduldig und arbeite weiter an deinem Ziel mit dem Wissen, dass du es erreichen wirst. Okay, ich hoffe, ja, ich konnte euch hier ein paar Impulse weiter mitgeben. Ich würde mich über ein paar Kommentare freuen, ja, und wenn das Video für dich hilfreich war, ja, dann hinterlass mir einen Kommentar und teils ja mit deinen Freunden. Ja, wenn du Fragen hast, freue ich mich von dir zu hören. Also ich bin immer, ich habe immer ein offenes Ohr und freue mich auf einen Austausch mit euch. In diesem Sinne alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Ja, euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.